Warum sind 5 Cent Münzen größer als 10 Cent Münzen? Weil Gott es so will. Punkt. Legit. Worin liegt der Sinn des Lebens? Oh, scheiße. Also, die einfache Antwort ist, Posaunen, angeben, Vögeln. Die schwere Antwort ist, herauszufinden, wer man ist. Also lieber Vögeln. Wunderbar. Also die Frage ist schon echt geil. Passt zum Poetry Slam. Voll. Nächste Frage, passend zu beiden, jetzt deinen beiden Antworten. Was magst du an Füßen? Was steht da? Ich lese das nur vor. Was mag ich an Füßen? Ich habe keinen Fußfetisch. Vielleicht so ein Bein- und Arschfetisch. Das vielleicht, aber kein Fußfetisch. Aber auf jeden Fall, was ist kein Füßen? Fußball spielen, jemanden in den Arsch treten, Football spielen, tanzen, poken. Ah, siehst du, da waren noch ein paar richtig gute Antworten dabei. Oder laufen, rennen und so weiter. Ja, oh Gott, jetzt fällt mir viel ein. Wir judgen natürlich niemanden. So, warum sind Pizzakartons eckig und die Pizza rund? Mir fällt gerade nur auf, naja, es ist rund und es ist eckig. Das bedeutet, da ist sehr viel Platz. Vielleicht berechnen die das einfach dazu, von wegen, hey, da ist so viel Platz, mehr Geld. Keine Ahnung, ich meine, das ist eine doofe Frage, aber... Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die runde Pizzakartons herstellen, wenn sie die armen geknechteten Lieferando-Leute nach irgendwie Artikeln anfangen zu bezahlen oder so. Gegenfrage, wenn man sich selber schlägt und es tut weh, ist man dann zu stark oder zu schwach? Geht in dieselbe Richtung, finde ich. Macht beides keinen Sinn. Oh, sorry für die Verwirrung. Ich finde es total großartig. Ich denke gerade krass drüber nach. Anthony, ich werde jetzt gar nicht fragen, was du für Texte dabei hast. Das, was mich jetzt interessiert ist, was würdest du gerne als Textthema im Impro-Teil des Abends bearbeiten? Ich glaube ehrlich gesagt, ich möchte die Unterhosefarbe-Frage haben. Ja, aber jetzt musst du ein Thema stellen, einen Schreibimpuls. Ich glaube... Krassester Korb. Dein krassester Korb, alles klar. Genau, weil ich würde mal gerne wissen, wie es für jemand anderes war. Ob er auch mal so ein Date hatte, wo er im Nachhinein herausfindet, ach was, das war kein Date. Das ist die schlimmste Frage, die ein Mädchen stellen kann. Es war ein Date? Wenn ich dich einlade, da? Oh. Bitte kein Mitleid, das ist wirklich echt fies. Das ist wirklich fies. Anthony, wenn du in mein Alter kommst, denkst du dir, das war kein Arbeitsvorgespräch, das war ein Date? Das gibt gar keinen Auftrag? Fuck!